Dazu kommt eine neue Folge und ein neues Spiel hier auf dem Kanal Discord-Simulator. Discord-Simulator-Discord. Ja, ich habe wieder einen am Brett. Okay, wir starten heute in Los Palmos. Palmos. Was weiß ich, egal. Zusätzlich $5,000 für den Anfang. Ausrüstung ist 10% günstiger. Okay. Ah ja, yeah, okay. Organisiere eine Veranstaltung. Wie nennen wir denn den Club? Wie nennen wir den? Hat jemand eine Idee? Wie nennen wir den? Zappeltheek. Genau. So, dann nehmen wir mal. Erhöhe Standardmodus. Erfülle die Startbedingungen. Kreativmodus. Ich würde sagen, wir machen mal Standardmodus. Komm. Kreativ kann jeder, Standard nicht. So einfach. Wird geladen, sehr schön. Machen wir mal. Ja, da ist einfach nur heute so ein kleines Spiel an. Testen wir an. Gucken wir einmal rein. Und sobald Slot frei wird für YouTube etc., werden wir dann richtig loslegen hier. So, was haben wir denn hier? Disco starten? Nein, da wir haben 20.000 Uhr. Okay. Was sollen wir denn machen? Logenmöbel kaufen, Toilette bauen, Tanzfläche bauen, Türsteher einstellen, Barkeeper einstellen. Okay. So, und wo machen wir jetzt hier was? Hier haben wir Bars, okay. Ausrüstung. Angestellte Upgrade, Ziel, bla bla bla. So, dann kaufen wir mal hier so ein kleines Toilettenhäuschen, ne? Immer denn hier? Da nicht zu teure Sachen, ne? Ja, relativ günstig, glaube ich, anfangen, oder? Hier. Na. So, wie können wir das denn drehen? Drehen. Nee. Ja. Ah, mit X, okay. Hier ist der Eingang. Direkt am Eingang machen wir direkt den Scheiß aus der Eingang. Da passt ja. So. Da war einmal das Scheißhäuschen. Passt doch. So. Toilettenhäuschen haben wir. Dann brauchen wir Tanzfläche, sagten die. So. Nehmen wir hier sowas. Komm, wo machen wir denn die Tanzfläche hin? Direkt gegenüber vom Scheißhaus. Ja, machen wir gleich. So, Logenmöbel, oder? Ja, Logenmöbel. Was sind denn hier Logenmöbel? Ich habe da noch keine Loge. Hier, nehmen wir das da. Ich würde sagen, machen wir hier so eine coole Loge hin, ne? So. Das kann man auch so lassen. Das ist doch schon mal schön. Tisch. Und hier einen kleinen Tisch dahin. Oh. Ey, Lautsprecher haben wir nicht. So, dann brauchen wir noch Tanzfläche bauen. Dann machen wir eine Tanzfläche. Was nehmen wir denn da? Komm, wir nehmen mal so was Buntes. So. Ja, ohne Bar bringt mir da auch nichts, ne? Also ich brauche doch noch eine Bar hier. Was nehmen wir denn hier Schönes? Ja, 630. Nehmen wir direkt hier. Oh, schickimicki. Hauen wir die Bar hier in der Ecke. Da stellen wir relativ mittig, würde ich sagen. Da. Ja, stellen wir die Bar da rein. Das passt, das ist gut. Heilan, hallihallo, wie geht's dir? So, dann machen wir hier mal eine Wand hin für den Toilettengang. So.
Ist das eine Tür oder was ist das? Steht auch mal gar nichts bei, ne? Das ist so. Oh, schlimm, wenn das ist ein Fenster, das ist, glaube ich. Hier, Türen, da haben wir so. Was nehmen wir denn da für eine? Nehmen wir die hier. Oh. Ah, müssen wir die Wände. Ah, okay, jetzt habe ich. Jetzt blicke ich dahinter. Gut. Dauert, aber klappt. So. Amber. Böden. Was nehmen wir denn hier für einen Scheiß aus? Ich würde sagen, so was Blaues hier. Toiletten sind meist ja immer blau. Orange machen wir mal hier in dem Stil. So, dann stellen wir mal gleich die Türstellen ein. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Lautsprecher. Läuft. Oh. Hey, jetzt aus. Ich dachte, du sollst ihn dahin bauen. Aber eine gute Beschallung. DJ-Bühne können wir noch nicht. Mülleimer, das können wir mal machen. Nehmen wir hier so ein Ding hier. So. Da so eine Mülltonne hin. Also, dass man die Sachen so frei hinstellen kann, finde ich ja schon mal sehr positiv. So. Reicht erstmal. So, dann. Angestellte, wir brauchen einen komischen Klon und Türsteher. Was nehmen wir denn da? Oh, 200 am Tag. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem kleineren an, wa? So, mit, sind alles so teuer. Hier nehmen wir 120, so mittleren würde ich sagen. Haben wir. Ein Barkeeper brauchen wir auch noch. Ja, okay, Barkeeper. Keeper an der Bar. Haben wir eingestellt. So, und jetzt? Ist noch irgendwas? Nö, ist jetzt nicht. Dann würde ich sagen, volle Power, Disco Start! Üts. Zappel mit, Junge! Utsch. Yeah, hier, zappel hier! Guck mal, wie die hier zappelt, Alter! Guck dir mal an, da, Junge! Der geht voll ab, ey. Eskalationsstufe, weiß ich nicht. Ah, Lode, das schaut schon gar nicht ganz gut aus. Zwei, ja. Oh, der rastet bestimmt auch komplett aus. Ja, nicht wirklich. Ich weiß nicht, was der da macht, aber irgendwas macht der.
Das sieht sehr lustig aus. Und die Truller daneben, das sieht doch noch besser aus. Ach du Heiliger. Die gehen ab wie Schmidt Katze, das sag ich euch. Boah, wenn du das siehst, ne? Kriegst du. Weiß ich nicht, hier. Ein Tingeltangelbob. Ja, ich glaube, ich muss noch ein paar Türstämme mehr einstellen. Also einen noch auf jeden Fall. Noch einen gekeeperten Bar. Mehr Loge. Ja, Tanzfläche muss größer. Gut. Für nächsten Tag wissen wir Bescheid. Tappen wir erstmal mit so ein bisschen. Ja, guck dir an, wie die abgehen. Da musst du doch mit tanzen, ne? Siehst du, der macht da so einen auf Schweizer. Der macht da Männchen. Die macht da hier den Las Vamos Tanz da. Oder wie der heißt. Ah, wie heißt das da hier, diesen Boogie da? Weißt du, was ich meine, ne? Den hat die gerade nachgemacht, also passt doch, was willst du mehr? Läuft doch. Toilette ist relativ gut besucht. Beide Pötte voll. Die müssen jetzt davor warten. Läuft doch. Ja, mach ich auch noch. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das überhaupt abläuft. Ne? Was brauchen wir, wie viel, wo muss man was achten? Deswegen war jetzt erstmal so. Chili Willy, erstmal gucken, Luki Luki machen. Ja, aber nicht alles. Der hat mir nur das jetzt einmal. Aber wie viel? Sehe ich jetzt? Ja, gut, jetzt weiß ich es. Für den nächsten Tag weiß ich Bescheid. Machst du anders. Machst du mehr Loge, machst du hier Logenplatz, mehr größere Loge hin. Tanzfläche hier ein bisschen größer in der Mitte oder so. Mehr Pinkelhäuschen. Ah, sieht cool aus. Sieht wirklich cool aus. Und wenn man das jetzt noch richtig fein machen kann mit Farbe und alles, ich glaube, da wird dann cooler. Ich glaube, das hat was. Was war das denn jetzt? Guck mal, Türsteher, Minispiel anzeigen. Was denn für Minispiel? Guck mal, Türsteher, Minispiel. Schlüpfe in die Rolle eines Türstehers und überprüfe die Daten des Kunden, der den Club beitreten möchte. Mhm. Bla bla bla. Geburtsdatum 87. 16. Ah, komm, lass mal rein. Was? Falsch? Das war falsch. Nein! Ja, komm, wir zappeln noch eine Runde. Gudi, und was macht die jetzt zu? Oder muss ich die jetzt einfach zumachen? Nee. Nee, seh nix. Pause? Nee, seh nix. Keine Ahnung. Kaputter Lautsprecher. Das muss ich ja auch noch reparieren. Manuell lösen oder Angestellten? Ach komm, machen wir mal manuell. Oh, ich kann Angestellten dafür belästigen.
Boah, krieg ich auch noch manuell hin. Aha, aha, aha. Begeistert 10, zufrieden 2, neutral 5, 18 genervt. Egal, ich hab Plus gemacht. Alles andere juckt mich nicht. So, gut, dann werden wir das mal umbauen hier. Dann machen wir die Zappelbude ein bisschen mehr in der Mitte. Warte mal, hier machen wir so ein bisschen die Zappelfläche erstmal ein bisschen hier hin. Ah, müssen wir das hier ein bisschen umgestalten. Ja, gut. Wände. Wie kann ich die Wand wieder einreißen? Das ist ja mal schön zu wissen. Ah, hier. Machen wir mal die Wand weg. Ziehen die Wand ein bisschen länger. Machen wir erstmal. Ich glaube, erstmal so, ja. Genau. So, dann gehen wir mal eben hin hier. Noch ein paar Toiletten. Noch ein paar Pinkelbuden. Dahin. Dann machen wir mal hier so ein paar Pinkelbuden rein, ne? Kann ich die doch eigentlich. Ja, genau das war mein Gedanke gerade. Ja, dich hört man nicht, Micha, deswegen bringt das nichts denn jetzt. Also mir kannst du reden, ja, aber der Chat hört hier nicht. Hm. Den hier wollte ich bewegen, den wollte ich dann gucken, so hier hinhängen. Ja. Dann haben die hier ein bisschen Beschallung, würde ich sagen. Ja, den hier kann man dann hier hinhängen, ne? So. Den Müllboiler, den hängen wir, stellen wir mal dahin. Dann machen wir hier mal so eine kleine Sitzlose, würde ich sagen, komplett irgendwo. So. Komm, das machen wir mal. So. Klar, dass man das nie unter den Lautsprecher hängen kann, ne? Oder geht da. Ja. Warte mal, da habe ich eine andere Idee. Warte mal, den können wir auch hier hängen. Ist egal. Stört der aktuell noch nicht. So. 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 Oder? Ja, ne? Kann man lassen, wa? Vielleicht noch. So. Da kommt gleich noch ein Tisch hin. Dann mache ich. Hier könnte man auch noch so eine Logen-Ecke generieren, würde ich sagen. Ja, kommt noch. Den Müll
Boiler, den machen wir mal dahin so lange. Ah, Lautsprecher hängt im Weg. Nee. So, erstmal, damit ich da den Dingsbums machen kann, dann machen wir hier noch so einen coolen Tisch hin. Ne, gibt nicht, mehr habe ich nicht. Aber man könnte es ja auch so machen. So. Das sieht auch cool aus. Gleich machst du da. So. So. Gut. Dann machen wir mal hier noch ein bisschen die Zappelbude. Sollte reichen, wo? So, das ist die Warteschlange. So. Ja. Haben wir noch ein bisschen mehr Dings um uns hier reingehangen. So. Da kommt noch ein bisschen. Hier fehlt noch ein bisschen. So. So, haben wir alles So, noch ein Türsteher, stellen wir mal ein. Machen wir direkt mal 4 Stück hier. Komm, was soll der Geiz? Barkeeper, hauen wir auch noch mal einen rein. Achso. Okay, dann brauchen wir noch eine Bar. Wenn das gehen würde, wäre das toll, ne? So, dann stellen wir noch mal einen Barkeeper ein, ne? So. Haben wir mal ein bisschen ausgebaut, würde ich sagen. Ach, guck mal, wir können sogar Ticketpreise machen, Alkoholpreise. Okay, jetzt sollte es eigentlich, habe ich hoffentlich genug Sitzmöglichkeiten, warte mal, immer hat man noch, Verspüre ich da etwa leichte aggressive Tendenzen? So.
Haben wir genug Sitzmöglichkeiten? Komm, wir starten mal zweiten Tag. Wollen wir mal gucken, wie es ist. Die YouTube-Folge wird natürlich ein bisschen länger jetzt, aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Mehr Sitzmöglichkeiten, mehr Sauferei, mehr Tanzfläche, mehr alles, mehr Klos. Sollte doch passen. Was war das? Ah, hier, guck mal nach. Ein Cocktail, was ist das denn? Ein Barmann-Minispiel. Kreieren Sie einen vom Clubkunden bestellten Cocktail, wählen Sie die richtige Zutat aus. Ach du Heiliger. Ich hab doch keine Ahnung, wie so ein Cocktail geht. Okay, der will ein Jackie Dancer. Dafür brauchen wir einmal, achso, so, so, so und so. Und das war's, oder? Nee, ne, doch. Okay, beenden. Hey, $700 gemacht. Was? Was sieht geil aus? Achso. Ja. Ausfall der Belüftung. Oh, Belüftungsausfall nicht gut. Vorfall betrunkener Kunde. Aha. Muss ich den Kunden rausschmeißen? Oh, ist noch mehr. Ja, läuft. Okay. Gute. Raus mit dir! Hausverbot lebenslang! Du auch. Tschüss. Raus. Ah, eine Box ist ausgefallen. Ja, super. Also, wenn die sich jetzt noch beschweren, kann ich, weiß ich auch nicht mehr weiter. Was? Keine vorliche Angestellter für diesen Vorfall. Aha. Muss ich mich auch noch das selber drum kümmern, Leute. Eieieiei. Wofür habe ich Mitarbeiter? Damit die faulenzen können, ich weiß. Ja, zwei Tage eröffnet die Disco und schon alles im Arsch. Alles ist doch nicht mehr normaler. Ah, verstopft Klo. Oh, ich krieg. Und noch ein betrunkener Kunde. Hä? Also es ist nicht langweilig bis jetzt. Muss ich sagen. Aber bis jetzt ist es ganz interessant. Guck mal, zurückgelassenes Kleidungsstück. Ja, da gucken wir uns gleich mal an. Was die da zurückgelassen haben. Auch schon wieder ein Minispiel. Kein Toilettenpapier mehr. Oh Gott. So, haben wir das schon mal. Wollen mich jetzt rollen? Level das. Was muss ich da reinkippen? Einmal, zweimal, dreimal und diesen komischen Blatt hier. Okay. Oh, und wieder 700. Jawohl, ja. Sehr geil. Oh, sei froh, dass ich nicht da bin.
bin kein Autofahrer, aber ich bin genauso bekloppt. Ne, Ronny? Ja. So. Wie viele betrunkene Kunden? Wofür habe ich 4 Türsteher da rumstehen? Wie können die noch rausschmeißen? Nö. Und das dauert auch noch so lange. Berauschter Kunde. Das ist kein Scherz, steht hier, berauschter Kunde. Und betrunkener Kunde. Ja, ja. Auf jeden Fall kann sich hier keiner mehr beschweren. Die können alle sitzen. Die haben alle was zu süppeln. Naja, keine Beschwerden. Alle super glücklich. Yes! Haben wir den Plus gemacht? Ja, haben wir. Sehr gut. So, und jetzt, was muss ich weitermachen? Gucken wir mal. Upgraden. Oh, man kann sogar Upgrades machen. Eieiei. Möbel, aber ich würde sagen, die Angestellten. Da würde ich eher Upgrades machen, weil... Dann kann ich mich ein bisschen um die anderen Sachen kümmern. Und die Angestellten können die dann rausschmeißen, ne? Reinigungskraft kann ich einstellen und ein Bodyguard. Aha. Ach, da brauche ich eine Station für Reinigungskräfte. Ja, komm, egal. Das machen wir mal, verbessern. DJ-Bühne. Nehmen wir auch mal. Jetzt haben wir nur 1000 Dollar. Oh, 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 oh. Wo muss man die denn platzieren? Die Sonne irgendwo, wa? Ja. Okay, da müsste ich, glaube ich, doch noch mal ein bisschen umbasteln. Eine Bar wegnehmen, eine Loge wegnehmen. Warte mal, oder kann ich das einfach ein bisschen umbauen? Umhängen, warte mal, das bewegen wir mal. So. Wird dann vielleicht jetzt nicht schön, aber zum Testen, ob es dann überhaupt noch funktioniert, reicht's ja. Verkaufen. Das können wir mal eben da hinstellen, kurz. So, wurscht. So. Benny hätte gerne. So, die Bodyguard Station würde ich mal nehmen. Da muss aber die Boxen mal eben umhängen. So. Ja, würde ich erstmal sagen, eine reicht. Wie groß ist denn die? Ach, einiger. Nee, kleine reicht. So. Und Reinigungsdingsbums hier müssen wir auch noch bauen. So. Können wir das mal bewegen, und zwar so. Und bauen wir das mal ein bisschen ein. Das sieht doch gar nicht so schlecht dann aus, oder?
Boah, komm man lassen. Angestellte! Ich hätte gern ein Bodyguard. Aber eigentlich so teuer und so günstiger reicht. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Und eine Reinigungsdipse. Die kann er putzen. So, haben wir. Boah, passt. Hoffentlich. So, viel Geld haben wir jetzt nicht mehr. Veranstaltung. Ich habe noch kein DJ-Pult. Tut mir leid. Muss ich auch noch bauen. Ach, guck mal hier. Level 1 muss ich schaffen. 500 Ruf brauche ich. Wo ist mein Ruf? Hier oben, glaube ich. Ne, nee, Reputation. Ausstrahlung. Ausstattung. Ach so, da muss ich 500 schaffen bei Ausstattung. Okay, Ruf ist das hier, da habe ich 50 erst. Oh Gott. So, wo sehe ich denn? Hier. Yeah. Ich habe die ganze Zeit die genommen. Ihr bringt auch viel mehr Ausstattung. Kostet aber auch ein bisschen mehr. So was. Ja gut, das ist ja egal. Dann kann man ja lieber. Okay, warte mal. Nee. Wo ist denn das DJ-Dings? Hier, DJ-Bühne. Oh, die ist ein bisschen groß. Kostet ein bisschen Geld. Okay, dann würde ich aber sagen, die DJ-Bühne, die könnte man schön mittig setzen, ne? Ja, will ich ein bisschen Tanzfläche entfernen oder umgestalten. Beziehungsweise hier würde ich die beiden Dinger wegmachen, dann wird das hier hinpassen. Das hier nehmen wir weg. Und dann könnte man das so einsetzen. Das wird sogar passen. Da brauchen wir nur Geld für. Okay. So, dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann ein Abo, dann ein Kommentar da. Und schreibt mir, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Würde mich interessieren. Auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.